befinden uns hier im Lepanto-Saal, dem vielleicht schönsten Raum im Museum Brandhorst. Es ist ein Saal, der extra gebaut wurde für diesen Zyklus, ein 12-teiliges Bild, so nennt es Cyd Wormley, das 2001 entstanden ist für die Biennale in Venedig. Ganz besonders schön an diesem Raum ist auch, dass wir hier im ersten Stock des Museums Brandhorst uns befinden und der erste Stock hier mit Oberlicht nochmal ein ganz besonders schönes Tageslicht auch bekommt. Cyd Wormley ist 1928 geboren und zwar in Lexington in Virginia, also einem der berühmten Südstaaten, der klassischen Südstaaten in den USA. Und er ist dann um 1950 nach New York gekommen. Und zwar just zu diesem Augenblick, als gerade die Revolution, wenn man so will, in der amerikanischen Malerei des abstrakten Expressionismus stattgefunden hat. Er hat dann William de Kooning getroffen. Er hat natürlich die ganzen neuen, tollen Werke, großformatigen, spektakulären Werke von Jackson Pollock, von Mark Rothko, von Barnett Newman in New York kennengelernt und ist dann gemeinsam mit seinem engen Freund Robert Rauschenberg an das Black Mountain College gegangen. Das Black Mountain College war, wenn man so will, die Talentschmiede der jüngeren Generation in den 50er Jahren. Kurz danach ist er dann auch gemeinsam mit Rauschenberg nach Italien gereist für ein gutes Jahr und nach Nordafrika und hat da ganz wichtige Anregungen auch bezogen aus Nordafrika, aus Europa, ging dann zunächst zurück nach New York, ist aber dann endgültig 1957 nach Italien gezogen und dann in den folgenden Jahren immer wieder auch hat er diesen Mittelmeerraum, diesen erweiterten großen Kulturraum des Mittelmeers zu seiner Inspirationsquelle gemacht. Also nicht nur Europa, sondern auch Nordafrika, Ägypten, bis hin zu Persien und dann auch dem Osmanischen Reich. Der große Kurator Harald Seemann hat 2001 die Biennale in Venedig kuratiert. Und dafür hat er Cyd Wormley eingeladen, einen großen Zyklus zu malen. Cyd Wormley hat sich dann das Thema der Lepanto-Schlacht, der Schlacht von Lepanto 1571 hat die stattgefunden, ausgewählt und hat über diese 12 Bilder hinweg angedeutet, wenn man so will, einen gewissen narrativen Verlauf dieser Schlacht. Beginnend die zeitgenössischen Beschreibungen im 16. Jahrhundert beschreiben die Schlacht, die in einem Tag stattgefunden hat, ungeheuer brutal gewesen sein muss. An einem Tag sind 100.000 oder 120.000 Menschen getötet worden. Und die hat begonnen im frühen Morgengrauen und man sieht das auch in diesen ersten Bildern. Die haben noch sowas von so einer Frühzeit, von so einem, als ob noch Nebel oder so im Spiel wäre. Und dann hinter mir ist dann der Höhepunkt der Schlacht zur Mittagszeit ist, man spricht von einem wolkenfreien Himmel mit sengender Sonne, der dramatische Höhepunkt, wenn man so will, dieses Zyklus. Und dann die letzten Bilder werden die Schiffe dann, sind in roter Farbe gemalt, von denen dann auch die rote Farbe in großen Farbadern herunterrinnt. Die zeitgenössischen Beschreibungen gehen dann auch dahin, dass das Meer sich blutrot gefärbt hat, dass sogar die Sonne rot sich gefärbt hat. Diese Schlacht von Lepanto ist ein Symbol geworden, wenn man so will, auch ein propagandistisches Symbol und aus heutiger Perspektive durchaus auch problematisches Symbol geworden für
ein vereintes christliches Europa, das sich gegen den Islam positioniert, also Islam versus Christentum oder Europa gegen Asien, und wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder auch in so einem propagandistischen Sinne aufgegriffen. Im 19. Jahrhundert natürlich im Sinne von Nationalstaatlichkeit, aber dann auch im Faschismus wurde Lepanto immer wieder zitiert, bis hin zu den Diskussionen um einen Clash of Civilization im Zuge der 90er Jahre und frühen 2000er Jahre. Und die Schlacht ist zwar vor 9/11 entstanden, aber sie ist trotzdem 2001 entstanden. Das Interessante für mich ist dabei, dass Cy Twombly in diesem Zyklus genau nicht auf diese Opposition hinaus will. Es gibt keinen Freund, es gibt keinen Feind. Es ist abstrakt gehalten, es ist überzeitlich auf der einen Seite, aber es ist natürlich dennoch auch in der gesamten Historie von Twombly so, dass sein Werk immer wieder um diesen Austausch, diesen durchaus konfliktreichen Austausch dieser unterschiedlichen Erdteile, die sich um das Mittelmeer herum gruppieren, also die europäische Tradition, die afrikanische Kunst, die für ihn als Inspirationsquelle von den frühen 50er Jahren an ganz zentral war, bis hin zu dem ganzen asiatischen Bereich, den er in seinem Werk immer wieder, den er immer wieder aufgegriffen hat in seinem Werk. Der Lepanto-Zyklus ist ein Spätwerk von Cy Twombly, ein wirklich emphatisches Spätwerk. Es ist 2001, wie gesagt, entstanden. Da war Twombly 73 Jahre alt. Es ist ein Spätwerk auch schon allein durch die Anzahl der Bilder, 12 Bilder, zeigt schon so etwas Zyklisches an. Und man sieht auch in den Bildern, dass so etwas wie so Stufen seiner eigenen Entwicklung inkludiert sind. Die allerersten Bilder, die ersten zwei sind sehr spröde, sehr stark, spielt die Zeichnung eine ganz wichtige Rolle, wie seine frühen Bilder auch in den 50er Jahren, die sehr graffitiartig aussehen, zu den reiferen Bildern bis hin dann zu den letzten Bildern, wo die Farbe in dicken, wie gesagt, dick herunterfließt und unglaublich farbintensiv werden. Sie sehen das auch hier in dem Bild neben mir mit diesen pinken, lilanen, tiefroten, gelben Farbakkorden, die enorm intensiv sind und die natürlich eine ganze Tradition auch von Spätwerkmalerei anschließen. Der Lepanto-Zyklus ist darüber hinaus auch eine Hommage an eine Malereitradition, die in Venedig ihren Ausgang nimmt. Die venezianische Malerei, die im Gegensatz zur florentinischen ja so sehr auf Farbe basiert, auf einer Bildauffassung, die aus der Farbe heraus sich entwickelt. Wenn Sie daran denken, dass zum Beispiel Tizian, da gibt es kaum Vorzeichnungen. Das ist ein Maler, der an der Leinwand seine Bilder oft entwickelt hat und mehrfach übermalt hat. Von dort aus kann man eine Linie ziehen, die über den malerischen Barock, denken Sie an Rubens oder Van Dyck, bis ins 19. Jahrhundert zu William Turner mit seinen unglaublich spektakulären, fast abstrakten Meeresbildern bis hin zu Claude Monet und seinen Seerosenbildern. Und diese Linie, die kann man verlängern bis zum abstrakten Expressionismus, der für Twombly so zentral war. Also es ist sozusagen eine ganze, auch eine Hommage an eine Malereigeschichte, die für Twombly's eigene Formierung von Bedeutung war. Der Lepanto-Saal, in dem wir uns hier befinden, haben die Architekten Sauerbruch und Hutton gemeinsam mit Cy Twombly entworfen. Es ist ein halbrund, wie eine,
Wiener Apsis von der Kirche geradezu, direkt über dem Kopfsaal, über dem Eingangsbereich vom Museum Brandhorst und hat natürlich dadurch, dass das wie ein Filmstrip, wenn man so will, sich diese 12 Bilder wie in einem tollen Panorama hier richtig entfalten können. Das Museum Brandhorst ist in der glücklichen Situation, dass wir über die umfangreichsten Bestände von Cy Twombly in ganz Europa verfügen, mit 170 Werken. Und zwar können wir das Gesamtwerk von Cy Twombly von den frühen 50er Jahren bis zu seinen allerletzten Werken hier zeigen, und zwar auch in allen vier Medien, in der Malerei, in der Zeichnung, in der Skulptur. Wir haben 18 Skulpturen von Cy Twombly bis hin zur Fotografie. Und wir wollen auch nächstes Jahr 2021 einen Twombly-Schwerpunkt hier im Haus setzen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die Schlacht von Lepanto zum 450. Mal